Das weite, weite Meer. Ein Ort, an den wir hoffentlich nie wieder zurück müssen. Und damit herzlich willkommen zurück in Azeroth, der vielleicht besten Spielwelt, die wir jemals hatten. Punkt. Herzlich willkommen zurück in World of Warcraft und es ist Großes passiert. Meine Lieben, es ist Großes passiert. Das lässt sich aber eigentlich relativ schnell abhaken. Und zwar ist da zum einen, ich laufe schon mal los in der Zwischenzeit. Zum einen habe ich ganz kurz Panik gehabt, dass mein Questy im Eimer ist. Es ist allerdings nicht im Eimer. Ich musste es nur updaten, denn ich habe Orientierungsschwierigkeiten. Ich muss hier hinten lang. Denn ich muss das updaten, weil ein neues Classic-Update raus ist. Denn seit heute, wenn ich das richtig im Kopf habe, seit heute und vor allem eben im Launcher richtig gesehen habe, sind die Hardcore-Server für Classic World of Warcraft raus. Und da habe ich ein bisschen Bock drauf, muss ich sagen. Da habe ich wirklich ein bisschen Bock drauf. Da werde ich, glaube ich, privat ein bisschen reinzocken. Und mal gucken, wie das ist. So, wenn man einfach, es ist einfach immer noch mal ein bisschen anders, wenn man außerhalb von der Aufnahme so für sich zocken kann. Das, ich mache das ja hier sehr, sehr gerne für euch. Aber ich mache es ja auch vor allem für mich, weil ich dieses Game liebe. Und vor allem, weil ich dann einfach, weil ich sowieso zocke. So, sind wir doch mal ehrlich. Wir zocken alle gerne. Und so kann ich euch daran teilhaben lassen. Aber trotzdem immer noch mal ein bisschen anders, wenn man privat zockt. Soll aber jetzt nicht der Hauptpunkt der Unterhaltung werden. Denn wir haben viel Wichtigeres vor. Wir müssen Dämonen klatschen. Nachdem wir in der letzten Folge das Meer bezwungen, und bezwungen ist hier wirklich das einzige Wort, das passt, haben, sind wir jetzt endlich auf dem Weg, uns hier in Manorox Coven mit Dämonen. Das erste Mal, meine ich, mit Dämonen. Also mit richtigen Dämonen. Ich meine diese kleinen, diese kleinen Krabbler, die man so kennt. Hier Irrwichte und wie sie alle heißen. Haben wir alles schon weggehauen. Links und rechts, gar kein Problem. Noch und nöcher. Aber diesmal geht es gegen Höllenbestien, meine Lieben. Das sind die Steine, die so grünlich glühen. Die wir alle so gut kennen aus dem allerersten Cinematic von World of Warcraft. Das übrigens eben, kurzer Fun Fact, wenn ihr das Update installiert in Classic WoW, dann läuft dieses Intro nochmal. Das bis heute einfach. Ach, das haben sie schon immer gekonnt, aber das Classic WoW Intro, das hat einfach nochmal. Oh boy. Wenn mich ein Cinematic hyped, dann ist es das. Und das lief gerade eben nochmal nach dem Update. Das hat mich sehr gefreut. Deswegen bin ich umso motivierter. Entschuldigung? Rexa? Was macht denn? Rexa ist in Desolace unterwegs? Das wusste ich nicht. Leute, für die, die Rexa nicht kennen, das ist ein, ich meine, Rexa ist halb Ork, halb Oger. Der ist auf jeden Fall kein reiner Vollblut-Ork. Irgendwas war da. Und der ist, man kennt ihn auch schon aus dem Strategiespiel. Der ist einfach so eine, das ist schon eine ziemliche Helden-Persona, die man da kennenlernt. Und der läuft hier einfach durch Desolace. Urlaub in Desolace, man kennt's, ne? Jetzt, wo der Krieg, ach nee, Quatsch, der Krieg ist ja erst richtig im Gange. Aber gut, vielleicht, ich meine, er hat sich eine Auszeit verdient. Nachdem, was da alles passiert ist und was er alles gemacht hat, da hat er sich eine Auszeit verdient. Wir wollen mal nicht so sein. Wir übernehmen. Ihr seht schon hier, ne? Dämonenportalwächter. Schaut ihn euch an. 3 Stacheln im Rücken. Überdimensional große Axt. Irgendwie immer nur den Unterkörper gerüstet. Ich weiß nicht, vielleicht haben die einfach Paranoia, dass man ihnen eine Kopfnuss zwischen die Beine gibt oder sowas. Aber auf jeden Fall harte Brocken. Und das ist unser erster Dämon, den wir geklatscht haben. Die Höllenbestien müssen wir tatsächlich nicht für die Quest töten. Deswegen lassen wir das auch einfach. Wir sind ja hier, ne? Solange ich nicht dafür bezahlt werde, mache ich es nicht. Aber wir müssen diese Portale finden. Die müssen wir schließen. Ich hatte auch eben schon wieder einen kleinen Herzinfarkt, als ich angefangen habe. Weil das gute Questy. Habe ich das jetzt eben? Ich weiß es nicht. Weil ich diese Aufnahme schon angefangen hatte, weiß ich nicht, ob ich das schon erzählt habe. Eventuell erzähle ich das jetzt doppelt. Ich musste Questy neu installieren, beziehungsweise updaten, weil es mit der neuen Version nicht mehr kompatibel war. Und das war ein Fehler, diesen Typen dort hinten anzugreifen. Schaffen wir das, ist die Frage.
Das schaffen wir tatsächlich. Level 39, merke ich nichts von. Also. leicht überheblich, wenn man dann einen Heiltrank nehmen muss. Aber passt. Wollen wir nochmal heilen? Naja, auf jeden Fall hat Questy nicht mehr funktioniert. Und da ist mir wieder einmal erschreckend klar geworden, wie nervig dieser Wichtel da hinten ist. Ah, der ist auch Level 39. Und den machen wir mal kurz weg. Der ist ja, mein Gott, penetrantes Vieh. So, ich wollte zurück zu Questy. Mein Gott, ich kann es hier keinen Satz zu Ende bringen in diesem Game. Questy hat nicht funktioniert. Und ihr könnt euch vorstellen, was für eine Panik ich hatte, als ich die Map aufgemacht habe. Und da waren keine Questmarker. Ich habe mir so viel Komfort erspielt durch diese Add-ons, dass ich das ohne gar nicht mehr kann. Ihr müsst euch das vorstellen. Stellt euch mal vor, hier gäbe es nicht diese ganzen Marker, die uns von diesem wunderbaren Add-on angezeigt werden. Wir müssten selber, ich meine, zum Glück lesen wir die Questtexte ja wegen diesem Let's Play. Das heißt, wir haben noch halb eine Ahnung. Aber das trotzdem alles zu finden. Ich weiß gar nicht, wie ich das damals gemacht habe. Das ist für mich, ist das ein Wunderwerk, wie ich damals die Ausdauer besessen habe, zu sagen, ja, werde ich schon finden. Ich weiß auch gar nicht, seit wann es Add-ons gibt. Also ich glaube nicht von Anfang an. Ich glaube, das war durchaus ein bisschen später nach Release. Nicht viel später, glaube ich. Aber ich glaube, bis ich auch mal gerafft habe, dass ich mir sowas installieren kann, hat es ein bisschen gedauert. Und ich weiß wirklich nicht, wie ich das durchgezogen habe damals. Das war ja einmal mir. So viel Ausdauer musst du heute erstmal an den Tag legen. Ah, stimmt, was auch neu passiert ist. Ich weiß nicht, warum ich gerade dran denken musste. Unser Skilltree wurde resettet aufgrund des Updates. Und deswegen habe ich hier ein bisschen was geändert. Ich sehe gerade, dass das hier dumm ist. Das hätte ich reinpacken sollen. Aber abgesehen davon habe ich sehr viel in unseren Treffsicherheits-Skilltree gepackt. Und Pumba stirbt. Und Pumba ist tot. Und ich werde auch sterben, weil ich den im Nahkampf nicht bekomme. Einen Augenblick. Ich muss mich mal hier kurz zu Grabe legen. So. Das läuft ja schon wieder. Starkes Intro. Wobei, als Intro zählt das ja nicht mehr. Na, auf jeden Fall, ihr seht das ja schon hier. Ich habe ein bisschen mehr auf unsere Schüsse geskillt. Ich habe hier den Arkanschuss habe ich weggelassen. Ich habe stattdessen mal die ganzen Crit-Bumsies mitgenommen. Und habe gerade erst festgestellt, dass das hier halt, wie gesagt, dumm war. Das hätte ich natürlich mitnehmen sollen. Rolle. Rolle? Warum kann man denn... War das da schon immer? Sag mir jetzt nicht, die haben einen Groupfinder eingebaut. Weltkarte, Hauptmenü? Nee. Das wäre ja auch Unfug. Classic mit Groupfinder. War das schon immer so? War das damals so, dass man einfach wusste, was die Klasse kann? Ah, oder war das... Nein, das ist, um zu zeigen, was der Skilltree macht. Und beim Jäger gibt es halt nur Damage. Alles gut, wir haben es geklärt. Danke. Ja, keine weiteren Zwischenrufe, bitte. Wir haben des Rätsels Lösung. Meine Q-Taste ist kaputt. Moment mal. Naja, gut. Es sind halt so kleine, spontane Wehwehchen. Aber warum denn auf einmal? Stört mich ja. Aber na gut, kann ich jetzt nicht machen. Ich komme auch ohne Q-Taste aus. Aber wo sind die Kackportale alle? Verbannte? Ey, wieso habe ich denn erst 1 von 6? Ich habe doch eben 1 verbannt. Naja, gut, okay, da oben ist nochmal 1. Achso, und Pumba will natürlich was zu snacken nach dem kurzen Dilemma. So soll es sein. Könnte diesen. Ich würde jetzt. Ne, wir bleiben mal nahbar. Ne, ich will euch ja hier keinen vorgaukeln. Normalerweise würde ich jetzt mit sehr viel Kraft auf meine Tastatur mehr oder weniger zielgerichtet auf die Q-Taste einhämmern. Und dann funktioniert sie wieder.
Aber ich muss es ja jetzt nicht machen. Ihr wisst ja jetzt, dass das mein Lösungsansatz wäre. Es passiert mir tatsächlich ab und zu in Overwatch, wenn ich das zocke. Das und da ist es halt blöd, wenn Q nicht funktioniert. Da ist es sehr blöd. Und da haue ich einfach wirklich wie das Angry German Kid auf die Tastatur. Es ist etwas, was ich sonst nie machen würde. Aber weil es sich als Lösung etabliert hat, mache ich das manchmal. Passiert auch nicht so oft. Und ich fühle mich dann noch immer schlecht, weil manchmal haue ich so fest da drauf, dass mir die Escape-Taste fliegen geht. Und die habe ich schon sehr oft suchen müssen. Geht nicht so mit eurer Tastatur um. Die hat auch schon viele Jahre Dienst hinter sich. Also es ist legitim, wenn da nicht mehr alles so rund läuft. Nehmt euch da trotzdem kein Beispiel dran. Seid lieb zu eurer Tastatur. Sie hat euch auch lieb. Junge, die sind echt ordentlich, diese Wachen. Meine Güte. Ach, es ist nicht gebannt, weil ich den Typen nicht umgebracht habe. Das erklärt's natürlich. Oh, das wird eine ziemlich intensive Quest, Leute. Aber hier stehen schön viele Portale. Das ist gut, aber der Typ da hinten muss weg. Der ist nur ein Dorn im Auge. Eine brennender, gleißender, aus Steinen bestehender, grünlich glimmender Dorn. Hätte auch eine Einleitung von Thorsten Sträter so sein können. Oh Gott. Nein, ich würde mich niemals anmaßen, auch nur ansatzweise. So lyrisch wie Thorsten Sträter zu sein. Das klingt immer so sarkastisch, wenn man das dann so sagt. Ich meine das ist tatsächlich so. Ich höre dem sehr gerne zu, dem Mann. Kann da immer sehr gut lachen. Kichern. Hinter vorgehaltener Hand. Warum ist ein Pumper immer noch nicht happy? Warum hat denn der schon wieder so kassiert? Es ist ein Auf und Ab. Junge, ich wollte aber auch gerade sagen, ne? Nee, warte mal, wir machen keinen gezielten Schuss. Wir müssen Pumba am Leben halten. Ja, die Krits. Oh nein, bitte nicht der Beschwörer jetzt hier rüber. Er ist schon dran. Okay, wir müssen weg. Pumba, es tut mir schrecklich leid, aber das hier ist nicht unser Gebiet. Eieiei, da wird einem aber nochmal die Brisanz der Dämonen zu weit entfernt. Ziemlich fies vor Augen geführt. Ärgerlich. Ja, komm, ist jetzt auch mal gut, ne? Hallo. Ah, hallo. Ich wollte schon sagen, wie lange denn noch? Meine Güte. Habe ich was? Ja, habe ich für Mana. Immerhin das. Ist schon wieder ein holpriger Start, ne? Ach ja. Da möchte man einfach nur mal ein bisschen plauschen. Ein bisschen Dämonen töten nebenbei. Kannst du wieder nicht machen, wie du willst. Lasst mich euch... Ich habe gerade noch vom Plausch gesprochen. Aber ich pitche euch jetzt einfach mal eine Idee. Und ihr müsst euch das jetzt einfach mal anhören. Okay, seid ihr bereit? Es geht nicht um WoW, tut mir leid. Aber Achtung. Starfield steht vor der Tür. Die meisten wollen es spielen. Die meisten haben Bock drauf. Und ich möchte das natürlich auch spielen. So. Nu ist aber das Problem. Das ist, glaube ich, als Long Let's Play, also wirklich klassisch, wie ich das hier die ganze Zeit auf dem Channel mache, ein bisschen sehr zeitintensiv, sehr herausfordernd. Weswegen ich mir überlegt habe, dass ich Pumba mal... Nicht, dass der auch zurückgesetzt wurde. Nee. Pumba hat alles wie immer. Ich gebe ihm mal Schattenwiderstand. Das kann ja nicht falsch sein. Ach komm, der kriegt jetzt hier alles. Was soll der Geiz? Zurück zu Starfield. Ich drifte ab. Und deswegen habe ich überlegt, ein Logbuchformat zu machen. Und zwar spiele ich dann Starfield, nehme das auf und, keine Ahnung, ich spiele dann nächste Stunden und schneide das dann runter auf so ein, ja, vielleicht so ein halbstündiges Video und mache dann halt so ein Logbuch, ne? Also wirklich mit, ich kommentiere das dann, was auf den Reisen des großen, hier dann den Namen unseres Helden einfügen. So passiert es, was man erlebt hat. Und natürlich, dass man auch die Story mitbekommt, das soll ja schon im Vordergrund stehen. Aber dass es nicht ganz so zeitintensiv wird, wie es das halt wäre, wenn ich es wirklich alles, jede einzelne Minute, die ich in das Spiel stecke, euch zeigen würde. Das ist natürlich etwas weird, diese Ansage, wenn man sich das WoW-Let's Play anguckt. Aber ich weiß nicht, irgendwie
hat mich das für Starfield als Idee, fand ich das ganz cool. Und außerdem ist es halt auch für mich immer ein bisschen schwierig, auf der Konsole mit Facecam aufzunehmen. Das geht, aber das ist alles sehr umständlich und ich würde das gerne genießen, das Zocken. Ich würde mich da gerne in einer sehr unvorteilhaften Position auf der Couch räkeln, während ich hier Aliens das Gesicht spalte. Das ist auch so ein Satz, den Thorsten Sträter hätte sagen können. Und das möchte ich halt in allem Komfort machen, den ich machen kann. Und euch da aber trotzdem irgendwie ein lustiges Format draus machen. Und da habe ich halt dieses Logbuch, kam mir da als Idee. Und ihr könnt natürlich sagen, was ihr davon haltet. Grob von der Idee. Machen werde ich das so oder so. Aber ich sehe ja dann, wie es ankommt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das so angehen werde, weil es, ja, wie gesagt, für mich am meisten Sinn macht. Punkt. Weil ich bin ja hier, ich erkläre das noch ein kleines bisschen, interessiert mich jetzt nicht. Hier sitze ich am Rechner, ich mache schnell. Hier sitze ich am Rechner, hier kann ich easy peasy aufnehmen. Da in diese Richtung ist der zweite Monitor, da sehe ich alles, nehme ich auf. Überhaupt gar kein Problem. Für die Konsole, denn ich werde es auf der Xbox spielen, müsste ich jetzt da durch die Tür. Hier, da ist die Tür. Da müsste ich rausgehen. Oder fängt das Problem ja schon an. Da muss ich das Mikrofon hier mit rübernehmen. Da muss ich mein Handy da irgendwie justieren. Ich muss hier das Licht muss ich abbauen. Nee. Eines schönen Tages. Wenn diese Community hier gehegt und gepflegt, gewachsen ist, wie die menschliche Bevölkerung. Also zuhauf. Dann werde ich die nötigen Investitionen tätigen, um das alles möglich zu machen. Aber dann habe ich auch wahrscheinlich einen Rechner, auf dem ich das alles spielen kann. Bis dahin ist das die Lösung. Zurück zu WoW. Bisschen wie so in den Nachrichten, ne? Aber WoW wäre nicht das Wetter. WoW wäre Weltgeschehen. Das wäre, weshalb die Leute überhaupt einschalten. Das war unser fünftes Portal. Wo ist Nummer 6? Ach, da hinten. Wir haben das ja nicht gebannt, ne? Könnten wir jetzt einfach mal rübergehen und uns das mal angucken. Ich habe das Gefühl, ich habe in den letzten 17 Minuten und knapp 25 Sekunden sehr viel gequatscht. Also es gehört natürlich zu so einem Format dazu, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe es ein bisschen übertrieben. Habe ich es übertrieben? Ich quatsche doch so gerne. Ach Gott, was ist das? Nee, das ist mir zu wuselig. Wir suchen uns ein anderes Portal. Komm, Pumba. Wir gehen. Ah ja, guck mal hier. Das ist doch mal viel besser. Nur so eine kleine Höllenbestie im Umkreis. Wehe, du kommst hier rüber. Schön da hinten. Bleib in deiner Nachbarschaft. Wir wollen so Leute wie dich nicht hier haben. Ich muss mit sowas sehr aufpassen. Die Leute denken noch, ich meine das ernst und dann wird das aus dem Kontext geschnitten. Aber das wird es ja so oder so. Da können wir machen, was wir wollen. Da führt kein Weg dran vorbei. Mein Gott. Also das war wirklich... Und dann geben die einfach nur Steine. Robuste und leblose Steine. Na gut, wir haben aber auf jeden Fall... Das verwundert mich immer noch. Portale der Legion, ja. Wir geben jetzt aber erstmal... Wir latschen jetzt erstmal zu dem Kodo-Friedhof zurück. Da habe ich gerade Friedhof gesagt. Fee, aber sehr schön, dass der Kodo-Friedhof... Unterbewusst kommt das Genie immer zutage. Da gehen wir jetzt hin, geben da erstmal die Quests ab. Und dann... Ja, theoretisch könnten wir dann nach Shadowprey zurück. Aber wir haben ja hier oben noch das Zepter des Lichts. Wir sind das Zepter des Lichts. Das müssen wir natürlich noch holen. Und da das so halb auf dem Weg liegt... Es liegt überhaupt nicht auf dem Weg. Ist also die gleiche Richtung, ne? Wenn ich sage, es liegt auf dem Weg, meine ich, das hat die gleiche Richtung. Würde ich sagen, wir machen das noch. Dann ist auch der TP ein bisschen... Kosten-Nutzen effektiver. Kennt ihr das? Ihr macht es doch bestimmt auch so. Es gibt eine gewisse Entfernung zu einem Ziel, ab der man den Ruhestein nutzen kann. Also du kannst ihn natürlich nutzen, wenn du 10 Meter neben dem Gastwirt stehst. Da wird dir jeder sagen, spinnst du?
Dann ist natürlich das Ziel, wo alle sagen würden, jo, ab hier kannst du den benutzen, das macht wirklich Sinn. Und dann ist es eigentlich, er wird nur wertvoller, je weiter weg du bist. Und hier jetzt zu TP'en, das ist halt, nee. Vor allem, weil wir ja nochmal hier hoch müssen. Du musst den maximalen Kosten-Nutzen-Faktor aus deinem Ruhestein ziehen. So, was denn hier? Ach ja, genau. Ihm haben wir den Kopf von... Wie heißen die nochmal? Dieser dritte Zentaurenstamm. Kolka. Genau, da steht's auch. Der Tod des Anführers der Kolka wird diesen Clan nicht schwächen, aber den anderen eine Pause gewähren. Level up. Und eine Folgequest. Zentaurenkopfgeld. Da ihr die Zentauren-Clans jetzt eingeschüchtert habt, wird es Zeit, sie bluten zu lassen. Wenn ihr durch Desolace reist, jagt Zentauren. Wisst gleich, welchen Clan ihr jagt, sammelt nur Ohren. Nee, Mike Tyson ist das nicht, aber okay. Na gut. Wir sammeln Ohren, wenn er das so möchte. Ja, oh, hier wird jetzt einfach wild wütend. Da sind auch Zentauren. Wäre dann gar nicht verkehrt, das hier zu machen, ne? Dann können wir uns auch da die Quest holen. Ne, jetzt sind wir wieder beim Kosten-Nutzen. Das muss man alles mehr oder weniger gut durchplanen. Oh Gott, der Blutbauchfisch. Ich hatte es ja fast vergessen. Und dann kriegen wir da hier so... Hier, Handwerksmaterialien. Diese Blutbauchfische sehen fast gut genug aus, um sie roh zu essen. Ja, komm, gib mir das... Ach komm, gib mir das Mithrilerz, das verkaufen wir eh. Ist wahrscheinlich überhaupt nichts wert. Für einen Schmied wäre es wahrscheinlich richtig cool. Oh, da muss ich auch an das Hardcore, also an die Hardcore-Rams denken. Da Tod endgültig ist. Ich stelle mir sowas vor, dass es dann auf den Servern wirklich die Leute, die es bis zum Ende geschafft haben, die lange genug am Leben waren, um krass in der Schmiedekunst zu sein. Das ist dann sowas wirklich wie... Okay, du brauchst Schmiedesachen. Also dann musst du auf jeden Fall nach Thunderbluff. Da ist ein Taure. Seit 4 Tagen ist er nicht gestorben auf dem Charakter. Der weiß, was er tut. Finde ich ganz geil, die Idee. So, was hat er denn hier? Die Verderber. Die Burning Blade begreifen langsam. Ach, natürlich. Das haben wir bekommen, als wir oben in der Festung waren. Die Runen stammen tatsächlich von einer Sprache, einer alten Sprache. Sie scheinen vage Ähnlichkeit mit der Sprache der Eredun zu haben. Eredun. Ja. Nee, komme ich gerade nicht drauf, wer die waren. Okay, er möchte... Ich denke, mit den entsprechenden Reagenzien kann ich diesen Dämonenlord finden. Wenn er wirklich so mächtig ist, wie ich vermute, brauche ich gesammelte Gegenstände von tödlichen Kreaturen. Oh nein, das wird eine riesen Tötungsquest. Als erstes muss ich jeden Schutzzauber brechen, den er gegen Wahrsagen hat. Daher brauche ich den Skalp eines Satyrs. Von einem Schattenpirscher der Zornseher. Okay, das ist doch, glaube ich... Zentaurenuhr? Ach, hier oben sind die. Ach du meine Güte. Obwohl, ist gar nicht schlecht. Wir laufen zur Festung und dann... Und dann laufen wir da einfach rüber. Aber erstmal... Ich habe euch erwartet. Wird hier der ganze Bums verkauft. Das braucht niemand, niemand. Niemand, niemand. Wirklich überhaupt niemand. Nö. Wofür war das denn nochmal, der Anhänger? Ach, da geht's ins Sarati-Hochland. Ja, ja, ja. Hätten wir auch eigentlich in unser Bankschließfach packen können, ne? Boom von mir. So, und jetzt einfach schnurstracks. Da hinten sehen wir schon die Silhouette der Feste. Da pesen wir jetzt rüber. Durch dieses Minenfeld aus Viechers. Klang nicht richtig, der Satz. Dieses Minenfeld bestehend aus Viechers. Dann klingt's richtig. Das Viecher ist natürlich nicht der korrekte Plural ist, das ist mir klar. Aber ich finde das bestehend. Das holt den entscheidenden Teil aus dem Satz raus, den man hören möchte. Das rundet das Ganze so ab, ne? Weißt du, wie ich meine? Oh, ist das heute wieder eine Klamauk-Folge.
Er ist schon wieder. Kurz vor. Nee, kurz vor Level Up ist gar nicht. Ah, aber warte mal. Dann würde ich noch sagen. Habe ich den da schon angefangen? Nee, das kriegt Pumba. Wir brauchen einen guten Tank und darum braucht Pumba HP. Das müssen wir jetzt alles in Pumba investieren. Was kommt denn da eigentlich noch so alles? Hier die Aspekte, das ist ja schön und gut. Ja, erhöht den von meinen Tieren eingerichtet. Das ist gar nicht, warte mal. Reduziert die Mana-Kosten, erhöht die Gesundheit, mit der das Tier... Oh, das... Ich glaube, das will ich haben. Aber es klingt... eigentlich ist das so ein Skill, den man sich holt für eine Sache, die man eigentlich vermeiden könnte. Lass Pumba einfach nicht sterben, dann musst du ihn auch nicht wiederbeleben. Aber es ist halt ein schöner Bonus, wenn es mal passiert. Mal gucken. Vielleicht, vielleicht nicht. Wahrscheinlich nicht. Hier können wir uns zum Glück wieder austoben. Oh, falschen Aspekt. Falchen. Es ist, dass mich dafür noch niemand aufgezogen hat. Nach 83 Videos SCHCH-Schwäche hat noch niemand was gesagt. Hätte ich nicht sagen sollen, ne? Jetzt kommen sie alle. Sagen wir sowas wie, hey, sag mal, komisch. Es ist sehr schwierig. Wo müssen wir denn hier eigentlich? Wir müssen ja nach links. Auf dem... Scheint hier auf dem Turm zu sein. Zepter des Lichts. Gut, wenn ihr das da versteckt haben. Boah, 540. Ich glaube, das ist unser neuester, höchster Crit, oder? 500 hatten wir noch nicht gepackt. Macht sich der Level-Up einfach direkt bezahlt. Der Level Up oder das Level Up? Schwierig. Genauso schwierig, wie eine Position zu finden. Mein Gott. Ich sehe es noch kommen, dass ich jetzt hinten den Turm rückwärts runterfalle. Das wäre es noch gewesen. Oh, ein großer Heiltrank. Da freue ich mich. Seht ihr das, die Freude? Ich habe nicht das Gefühl, dass hier das Chapter ist. Ich habe das Gefühl, ich wurde betrogen. Das sind falsche Angaben hier oben. Boah, ich habe es schon wieder gemacht. Falsche. Aber wir können hier rein. Ah, und da ist Augur natürlich. Augur. Jo, da ist aber... Oh, Mann. Und das ist schwierig. Müssen wir mal gucken, wie machen wir das? Ach, so eine Kacke. Ah, warte mal, aber wenn sie da steht. So, Pumba, du gehst daran, dann heile ich Pumba perfekt. Jetzt haben wir sie neu positioniert. Das ist einfach Gameplay auf einem ganz anderen Level hier. Das ist auf einem ganz anderen Level hier. Mein Gott. Zu viel Assassin's Creed gespielt. So. Ah! Oh Gott, huch! Meine Güte. Silber. Kupfer. Immer her damit. Und. Zepter? Ich dachte. Bist du schon eingesammelt? Oh, ja. Entschuldigung! Tut mir leid. Mein Fehler. Es muss da rüber. Warum denn das? Desolace? Zepter des Lichts. Und bringt es zurück zu... Also, Alter. Ach, natürlich. Ja, das ist ja der gute Mann, der... Komm, wir machen mal... Parcours! Der hier hinten in dem Turm... Vom Mithril-Orden. Das muss man so aussprechen. Mithril-Orden. Muss immer so eine Spur von Anerkennung und Erstaunen. Mithril-Orden.
Auf jeden Fall da hinten in dem Turm haust der. Ja, dann geben wir das doch da gerade mal schnell ab. So nah und doch so. Hab ich Aggro? Junge Dame, du kannst mich gar nicht sehen. Was ist denn mit ihr los? Also wirklich. Wallhack. So weit gehen sie jetzt also schon. Okay, okay. Werde das Blizzard melden. Und dann werdet ihr gebannt. Ihr NPCs. Oh Gott. Oh, ist das alles schon wieder. Mein Spießrutenlauf. Tobende Donnerechse. Wer hat dir den Namen gegeben? Du bist überhaupt nicht am Toben. Missverstandene Kreaturen. Ach, den haben wir da unten ja auch schon mal gesehen. Legen wir uns ganz bestimmt nicht mit an. Auch wenn er nur ein Level über uns ist mit Elite. Nein, nein und nochmal nein. Ich dachte gerade ganz kurz, ich bin nicht eingeblendet, aber alles gut. Ja, Munition hätten wir eigentlich einkaufen können, ne? Wäre nicht so dumm gewesen. Naja. Soll reichen. Muss reichen. Seid gegrüßt. Ja, sei gegrüßt. Das geheimnisvolle Zepter des Lichts, dass ihr es geschafft, nee, geschafft habt, hat eine große Bedrohung von der Welt abgewendet. Hm, weiß ich noch nicht. Für die Allianz. Buch der Uralten. Ich vertraue euch den Edelstein der Schlange an. Okay. Legt diesen Edelstein auf der Insel Ranajar nordwestlich von hier in die Hand der Schlangenstatue. Dadurch wird jener gerufen, der das Buch der Uralten beschützt. Dieses Buch birgt die Geheimnisse der Naga. Oh, Naga-History. History Time. Geheimnisse, die seit Jahrhunderten bewahrt werden. Bringt mir dieses Buch, dann werden wir mehr über unsere schuppigen Widersacher erfahren. Stimmt, hier geht's ja um die ganze Naga-Bande. Das machen wir auf jeden Fall. Natürlich ist es die Insel. Da waren wir ja schon, aber das soll uns nicht aufhalten. Und was uns leider auffällt, und ihr seht auch schon, wohin das gehen soll, ist das Ende der Folge. Niemand ist dem Ende der Folge gegenüber gewappnet oder kann sich mit ihm messen, denn es ist alles verschlingend. Der große Gleichmacher ist nicht der Tod, sondern das Ende der Folge. Leute, das ist alles unnötig epochal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann geht es ein bisschen um die Naga und den ganzen anderen Krimskrams, der hier so rumklamausert. Macht's gut. Wir sehen uns.